Und der Hund wird schon viel mehr an dir orientiert sein. Alleine, weil du dich wichtig gemacht hast und alleine, weil er nicht zu dir kann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du gehst mit deinem Hund spazieren und er hat die Nase in der Luft oder am Boden, aber er schaut dich nicht an und du scheinst ihn gar nicht wirklich zu interessieren. In diesem Video zeige ich dir eine tolle Methode, bei der es darum geht, das alles zu verändern. Ein bisschen gemein, aber effektiv. Geht los! Go! Wow! Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma, das ist mein Theo, er ist 1,5 Jahre alt, Australian Shepherd, hochtriebig. Und ich zeige dir heute eine Methode, in der du lernst und siehst, wie schnell sich dein Hund beim Spazierengehen an dich orientiert. Das bedeutet, er zieht an der Leine, er schnuppert überall, er ist hochgradig triebig und er pfeift einfach im Freilauf weg oder es ist halt ein permanenter Kampf, ihn hier in deiner Nähe zu behalten. Jetzt ist es ganz gut, dass Theo jetzt so ein bisschen aus dem Ufer läuft, kann ich perfekt nutzen, denn jetzt fängt meine Methode an. Mach das nur 3-mal die Woche und du wirst definitiv schnelle Erfolge erzielen. Machst nicht so oft, aber kannst du regelmäßig in deine Spaziergänge einbauen. Und zwar, du merkst, der Hund ist nicht so richtig bei dir. Das heißt, du suchst dir den nächstbesten Baum, ja, oder Parkbank oder Pfosten oder was du halt so findest, was stabil ist. So, ja, Theo scheint das jetzt gar nicht so zu interessieren. Und dann gehst du weg, ein Stück. Und bleibst hier so stehen und rufst so, Theo, komm her. Und das halte aus. Ich sage, er ist ein bisschen gemein, weil dein Hund merkt, was ist denn jetzt? Ich komme gar nicht zum Frauchen hin. Warte eine Minute. Warte wirklich eine Minute ab. Und wenn du denkst, oh, jetzt guckt er ein bisschen traurig und so, was ist denn da los? Ja. So, er ist ja ganz artig, er kann gar nicht zu dir. Dann gehst du zum Hund. Aber du machst ihn jetzt noch nicht ab. Und du gehst an deinem Hund wieder vorbei und machst das Gleiche auf der anderen Seite. Theo! Und? Theo ist jetzt ein bisschen aufgeregt, weiß gar nicht so richtig, wo mit sich hin, zubbelt da in so einem Papier. Theo! Und er weiß, er kann nicht zu mir. Ne? Er versucht jetzt auch gar nicht mehr in die Leine zu springen. Er hat auch ein super breites Halsband, da kann nichts mehr passieren. So, dann gehst du nochmal an ihm vorbei, weil ich denke, er ist jetzt zu aufgeregt. Er würde mich jetzt anspringen. Und er isst jetzt Gras, ja? Also er hat jetzt ein bisschen Stress. Und du gehst zum Hund hin. Jawohl. Machst ihn ab. Und wenn du jetzt so einen aufgeregten Hund hast wie ich, Theo, dann freu dich jetzt auch nicht. Ja? Du nimmst ihn einfach mit. So. Und der Hund wird schon viel mehr an dir orientiert sein. Alleine, weil du dich wichtig gemacht hast und alleine, weil er nicht zu dir kann, wann der Hund es will. Also in dem Fall, wann Theo es will. Probier das mal aus, ja, und schreib deine Erfolge gerne in die Kommentare. Würde mich richtig interessieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die anderen das so machen, oder? Hab ja nicht nur einen Hund. So, und hier ist jetzt mein Silver. Silver ist bei Ablenkung auch sehr schnell abgelenkt. Jetzt sind natürlich auch hier die ganzen Wildgerüche. Ja, du siehst hier ein Maisfeld im Hintergrund. Auf der anderen Seite sieht es nicht viel anders aus. Also mein Silver ist bei Ablenkung dann doch eher im Außenfokus als dann wirklich bei mir. Und das kann man halt wieder in dieser Übung schön ausnutzen. Ich sehe, die Nase ist unten. Er ist jetzt noch an mir orientiert. Mal sehen, wann sich das denn gleich ändert. Boah, ich mache mich mal ein bisschen unspektakulär. Okay, ja, er will ein Stückchen. Okay, er darf das Stückchen jetzt nicht haben. Ich ziehe ihn einfach davon weg, hat er es? Nö. Und in dem Fall war jetzt das Stückchen spannender. Ich lasse Silver da einfach. Geh, dass mich die Kamera noch einfängt, geh hier hin.
und mache das gleiche Spiel wieder. Silva! Also ich rufe jetzt nicht total krass und laut. Er soll ja nicht in die Leine hacken und sich da wehtun, sondern er soll kapieren, dass er gar nicht zu mir kann. Komm mal her! Komm mal her, mein Kleiner! Und Silva knallt mal eben die Leine ab. Okay, also immer schön aufs Material achten. Ja? Wenn du eine gute Qualität haben willst, dann schau mal die Dogma Trainingsleine. Ansonsten, Silva hat sich jetzt selbst belohnt, hat sein Stöckchen und ich weiß gar nicht, ob er zu mir gekommen ist. Ich habe mich selber wahrscheinlich mehr erschrocken als Silva. Ja, das war ja schön, ne? Also, lass dich auch von Fehlschlägen nicht unterkriegen, ja? Dann halt nochmal von vorne. Und, ja, ich kaue jetzt hier auch nicht den Stock. Soll ja auch ein bisschen schön sein. Also, wie gesagt, man will ja nicht immer nur Spielverderber sein. Aber ich zeig dir das einfach nochmal. Silva, komm mal her. Jawohl, jawohl, jawohl. Silva, jawohl, aus. So, doch geklaut, anders überlegt. Ich leine ihn mal hier nochmal an. Hinten ist Theo, der muss sich natürlich gedulden und muss da auch noch zugucken, wie hier Silva tolle Spiele machen kann und die Leine zerfetzen kann. So, also rüber und der Stock ist jetzt da hinten. Ich bin jetzt hier, normal. Und dann schauen wir mal, was wichtiger ist. Also, Silva, komm her, komm her. So, und Silva arbeitet jetzt, ja, das kleine Silva-Gehirn arbeitet jetzt. Wie soll ich denn kommen? Soll ich jetzt nochmal die Leine kaputt machen? Also, der Hund, der kommt nicht zu dir, obwohl er es möchte. Silva, komm mal her. Komm her. Hey, was ist denn da los? Ist ja doof. Also, Silva ist ja nie doof. Deshalb, ich gehe jetzt an ihm vorbei. Dann schwenk mal die Kamera ein bisschen. So, dass du das auf der anderen Seite auch siehst. So, jetzt gehe ich also an Silva vorbei. Er denkt, ich hole ihn ab. Ist schon im Stress, gehen schon. Ich hole ihn aber nicht ab. Andere Seite genau das Gleiche. Silva, ja, komm mal her. Ja, komm mal, mein Kleiner. Ja, wo ist er? Ja. Jawohl. So. Für Theo ist das da hinten auch eine ganz gute Übung. Der ist nämlich da hinten jetzt fest und kann natürlich auch nicht kommen. Also du machst es dann praktisch nochmal doppelt interessant. Wenn du in einer Mehrhundehaltung bist, kann ich dir das sehr empfehlen. Ansonsten gehst du jetzt zu deinem Hund. Ne? Der soll ja ohne denken, dass du irgendwie einen Sockenschuss hast. Nimmst ihn und du siehst deinen Hund. Ja toll. Obwohl der Stock da liegt, bist du jetzt interessanter. Silva, wo ist dein Schatz? Such den. Such den Schatz. Ja, natürlich, ja. Also, er ist bei dir. Na komm, wo ist der Schatz? Jetzt hat er Mauseloch. Okay, ist auch irgendwie ein Schatz. Jetzt sucht er. Er weiß, glaube ich, nicht so richtig, was er sucht. Du kannst es leider nicht so richtig gut sehen. Okay, er buddelt. Silva! Mal gucken, ob er sich ablenken lässt, jetzt so von säuselt. Jetzt hat er doch noch einen anderen Pupel. Ist gut. Silva, easy. Silva, aus. Jawohl. Ich bin überhaupt kein Freund von Stöcken. Nein, nein. Er kann den knabbern, meinetwegen, eine Minute. Aber das ist so gefährlich. Da kriegt er meinetwegen gleich einen Ball. Aus. Hier, prima. Und? Silva? Spielende. Prima. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Stöckchenspielen. Ich habe dir mal in der Beschreibung ein paar gute Sachen verlinkt. Da kannst du mal gucken. Das kann man wirklich bestellen. Das ist das Geld in jedem Fall wert. Und ich habe jetzt Theo in die Box gesperrt. Das hörst du jetzt ein bisschen. Also Autos alles offen und so. Weil der dann doch ein bisschen draußen mir einen Affentanz gemacht hat. Und so... Praktisch muss er halt Frust aushalten, aber in einem sicheren Rahmen. Ja, er kann jetzt nicht in die Leine springen oder sich da halb überschlagen. Und da schau auch immer. Also wenn du deinen Hund anmachst und der ist so im Stress und so in der Hektik, dass er sich da überschlägt oder so, dann verringere den Abstand, ja, und schau, dass deinem Hund auch gut geht. So, dann wollen wir mal Rocky. Rocky ist mein Ältester. Der ist auch nicht so triebig wie Silver. Wird Ende des Jahres 5 schon. Und ja.
ist halt wie gesagt nicht so triebig, war auch mein erster Hund, konnte ich mich ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigen. Aber wir schauen mal, wie Rocky reagiert. Komm mal her. Jawohl. Und da sieht man eigentlich auch schon, ob der Hund an der Leine zieht, so generell oder nicht. Rocky ist auch kein Leinenzieher. Der merkt sofort den Druck am Hals und ja, der bleibt dann stehen. Er freut sich nicht unbedingt. Kann auch Stress bedeuten. Und wie gesagt, halt da die Minute aus. Ich will dich da bloß jetzt nicht tot langweilen. Ich gehe jetzt hier nochmal eine kleine Runde. Jawohl. Ja, prima. So. Mach hier nochmal. Rocky, komm mal her. So, das hältst du jetzt eine Woche. Das hältst du jetzt eine Minute aus. Gehst zu deinem Hund hin. Er freut sich. Ja, ich glaube, Rocky, der kann mich schon ganz gut einschätzen und der weiß, ich hole ihn auf jeden Fall wieder ab. Und jawohl, komm her. Und wie gesagt, mach die Übung nur dreimal die Woche. Ja? Und dann schreib mal gerne in die Kommentare, ob es dir geholfen hat, ob dein Hund sich jetzt mehr an dir orientiert im Freilauf und an der Leine, ob das mit der Leinführigkeit dadurch auch schon besser geworden ist. Also ich habe da gute Erfahrung. Wenn du Lust hast, komm mit. Wir wandern virtuell durch Deutschland. Das bedeutet, wir laufen 50 Kilometer in der Gemeinschaft in einer Woche. Und da kannst du gerne mitmachen. Ja, die einzige Bedingung ist, du musst Kanalmitglied werden, aber dadurch hast du auch ganz viele andere Vorteile und du spendest praktisch den Betrag, den du bei der Kanalmitgliedschaft bezahlst, gleich dem Tierheim und machst da in jedem Fall was Gutes mit. Guck die Sache gerne an. Der günstigste Betrag ist 2,99 €. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du auch sofort wieder kündigen. Nach 4 Wochen schaust du dir einfach an. Ja, also 2,99 € für 4 Wochen oder für einen Monat sozusagen. Das ist fast geschenkt. Und ich denke, wer da mitkommen will und sich ein bisschen mehr bewegen will und wer die Gemeinschaft lustig findet, der hat in jedem Fall Mehrwert. Und ja, herzlich willkommen in unserer Community. Wa? In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Video. Guck dir das nächste Video an und... Ja, ciao bis Dogma TV. Brrr.